So, im Aufgabenteil 1.6 sollen wir jetzt ein bisschen zeichnen, und zwar sollen wir ein Diagramm skizzieren, welches den Geschwindigkeitsverlauf des Zuges in Abhängigkeit von der Zeit darstellt. Das heißt, wir machen uns hier ein Diagramm, hier oben eben die Geschwindigkeit und hier eben die Zeit und zeichnen jetzt eben mal so ungefähr Pi mal Daumen den Geschwindigkeitsverlauf des Zuges in Abhängigkeit von t. Und da fangen wir eben zum Zeitpunkt 0 an mit unserer Anfangsgeschwindigkeit, denn der Zug hatte ja zum Zeitpunkt t gleich 0 eine Anfangsgeschwindigkeit von v0 und dann begann er eben diesen Berg hier runter zu rollen. So. Wenn der Zug diesen Berg hier runterrollt, jetzt habe ich schon Pfeile gemacht, die wollte ich auch gar nicht machen. Wenn der Zug diesen Berg hier runterrollt, wirkt auf ihn natürlich eine Hangabtriebskraft, die ihn eben nach unten zieht und eben, was wir ja in der Aufgabe auch gesehen hatten, eine Reibungskraft, die nach oben wirkt. Aber die Hangabtriebskraft ist eben wesentlich stärker als die Reibungskraft, anders würde sich der Körper auch gar nicht nach unten bewegen. Das heißt, im Endeffekt resultiert eine Kraft nach hier unten, die den Körper eben nach hier unten beschleunigt. So. Wenn der Körper eben beschleunigt wird durch eine Kraft, wirkt eben eine Beschleunigung a auf ihn. Und der Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und Beschleunigung, der steht jetzt hier schon an der Tafel. Und zwar ist es gerade v ist gleich a mal t. Das heißt, in dieser Phase hier nimmt die Geschwindigkeit des Körpers, da die Beschleunigung eben in unsere Fahrtrichtung zeigt, linear mit der Zeit zu. Das heißt, wir haben hier praktisch so einen Verlauf. Die Geschwindigkeit steigt eben linear nach oben, bis eben der Punkt B erreicht wird. So. Ab dem Punkt B wirkt dann eben keine Hangabtriebskraft mehr, aber die Reibungskraft, die wirkt eben trotzdem noch. Das heißt, wir haben jetzt ab hier nur noch eine Kraft in diese Richtung und die ist ja gerade entgegengesetzt zu unserer Bewegungsrichtung. Das heißt, auch jetzt wirkt wieder eine Beschleunigung auf unseren Zug, allerdings diesmal entgegengesetzt einer Bewegungsrichtung. Das heißt, diese Beschleunigung bremst uns ab. Das heißt, ab diesem Punkt hier nimmt unser Zug eben linear in der Geschwindigkeit ab. Da die Reibungskraft aber natürlich viel, viel schwächer ist, wir sehen es ja hier an dem Faktor schon, man könnte es jetzt auch ausrechnen, um es zu sehen, viel, viel schwächer ist als die Hangabtriebskraft, ist diese Beschleunigung, die den Zug eben abbremst, wesentlich geringer. Das sehen wir auch in unseren Zahlen. Wir hatten ja ausgerechnet, dass die Geschwindigkeit in diesem Punkt 8,86 Meter die Sekunde war, glaube ich, in diesem Punkt 4 Meter die Sekunde. Das heißt, hier haben wir eine Zunahme von circa 4 Meter die Sekunde. Und von hier nach hier hatten wir gerade mal eine Abnahme von 0,7 Meter die Sekunde. Das heißt, diese Kraft hier, die hier abbremst, ist wesentlich geringer als die Hangabtriebskraft, die unseren Körper hier nach unten zieht. Das heißt, wenn wir hier die Phase der Abbremsung betrachten, wo der Körper eben linear abgebremst wird, ist die Steigung eben entsprechend flacher. Das heißt, wenn wir hier zum Beispiel den Zeitpunkt hätten, in dem unser Körper den Punkt C erreicht, hätten wir hier eben eine schön flache, na, vielleicht sogar noch ein bisschen flacher, eine schön flache Abnahme. So ungefähr. Bis zum Punkt C. Und was nach dem Punkt C passiert, können wir eben nicht sagen, da unsere Aufgabe uns das ja nicht verraten hat. Und von daher wäre das jetzt hier ungefähr unser Geschwindigkeitsdiagramm. Also erst linearer Anstieg für diese Phase und dann eben linearer Abfall für diese Phase. So, das wäre auch schon Aufgabenteil 1.6 und gleich machen wir weiter mit dem letzten Aufgabenteil, nämlich 1.7. Bis gleich.